jeder Moment als lebendiges Brandopfer, als oxidative Erneuerung, als dieses Einatmen, Ausatmen, Verbrennung der Kohlenhydrate und Fette und was nicht, die Energienutzung, die Stoffwechselprozesse, Dancing Shiva and Always, Shiva Nataraja. Und das ist nicht abstrakt gemeint, das ist das Schöne, wenn diese all diese Spielarten als Archetypen, einstoffige Archetypen erscheinen, wenn du das ganz bist, dann wird das, das, was Ramakrishna, Paramahamsa so exemplarisch erlebt hat. Nur der Kali ist ihm wirklich erschienen. Dieses Spiel in Lila, wo er sich dann visualisiert, die verschiedenen Dichtegrade der Erscheinung aufbauen, sich wandeln und so weiter. Aber all diese Spielarten bedeuten gar nichts, wenn nicht das eigentliche Essentielle jeden Moment immer zugänglich ist. Das ist das Um und Auf, das Spirit. Ohne Spirit ist alles. Und mit dem Spirit ist, selbst wenn es heftig ist, selbst wenn es schwierig ist, selbst wenn es sogenannte Krisenzeiten oder so allerhand gibt, was so ein, das verändert alles. Es ist Um und Auf, dieses wirkliche Hiersein, dieses wirkliche Initiative, einfach mit der Stimme, der Kraft. Die Essenz einfach verbunden sein. Das macht so einen Sinn. Wie kannst du wissen, was du willst, wenn du diesen Geist vor, wenn du langen Listen von dafür und dagegen nachrennst und dich ständig wieder mit dem Geist versuchst durchzuackern, um zu wissen und rauszufinden, was du tun sollst oder nicht. Ne? Oder was du wirklich willst, was du ausdrücken willst und sonst ist es das, dass es sich sozusagen wirklich in dieser Justierung, in der Non-Duality sozusagen reduziert auf die eigentliche prägnante, griffige, spontane, natürliche Einlösung in der Interaktion des Lebens. Das ist das, was sozusagen das auf den Punkt bringt, was nicht diese ganzen virtuellen Möglichkeiten und wie und was und wo, sondern das ist das wirklich hallo Punkt uns sozusagen in diese Griffigkeit, diese Unmittelbarkeit mitten im Leben, so wo das so drin ist, wo sich keine Frage stellt dafür oder dagegen, sondern wo das einfach ausdrückt, ist denn das Leben, wo dieses Chi da durchzischt und was die einfach mitnimmt und mitreißt und sich ozeanisch in allen Adern und in allen Nadis und in allen neuronalen Netzwerken und überhaupt da einfach gebärdet und dann auch ausdrückt im, weiß ich nicht, im Kochen, im Essen, im Musizieren, im Malen, im Singen, im Rezitieren, im Sporteln, im Liebesakt, in allen Sozialkontexten des Selbst mit sich selbst in der Beziehung des lebendigen Hierseins. Ne? Das ist Flamme, die Flamme. Wenn die, und das ist die Flamme ist eine Flamme, die nicht kopiert werden kann. Und die Flamme muss, wenn die Flamme erweckt ist, dann zündet man eine Kerze an und zündet mit der Kerze eine zweite Kerze, eine dritte, vierte Kerze. Und die brennen alle diese Kerzen sozusagen in diesen fühlenden Wesen und Herzen brennen auf ihre unverwechselbare Art. Und sie haben alle das eine Licht, was sie verkörpern, im vorübergehenden Spiel von Farbe und Form. Das ist dein Spirit und das ist dann einfach der Spirit und das ist dann sozusagen dann diese Etiketten der verschiedenen Strukturierungen und der Versuche, es zu konservieren, die ja im Buddhismus, im Christentum, im Judentum und überall versucht wurden, die sind dann wieder gescheitert. Man versucht dann so einen letzten Rest als wahre Lehre zu verkaufen und mit ein paar so Autoritätsvertreter und Amtskappelmentalität dann durchzuoktroyieren. Das ist das, was nicht diese frische, lebendige, immer wieder neu aus sich erstehende Puls ist des lebendigen Guru im Herzen der Geschöpfe. Das kannst du nicht pachten, da kannst du nicht beitreten, da kannst du nicht austreten. Es ist das Leben selbst, es ist die universelle Sangha und das universelle Feuer und es ist der universelle Spirit und der ist natürlich genauso im Agnostiker und im Atheisten wie im Protestanten und im Katholiken und im Zen-Buddhisten und im Sufi und im indianischen, allen diesen Naturreligionen und auch im Druidenkult der was sie was alles das, ne? Und auch in jedem Menschen, ne? in jeder, das ist irgendwas Latentes, ist das, was es ermöglicht, dass es überhaupt sich stoffwechselnd sozusagen durchs Leben manövriert. Ne?
Das ist ja, dass da irgendwie die Nieren und das Herz und die Ohren und das alles, dass das Werkel da aus dem zellulären DNA-Spiel da sich entfaltet in der richtigen Ordnung, im richtigen Zeitraum, Rahmen und dann sich entsprechend in der Welt gebärdet. Hey, das ist doch irre. Da ist niemand versteckt. Und wo sind die unsichtbaren Hände dessen, die als die unsichtbare Kraft doch offensichtlich zu dieser wunderbaren, das ist das, wenn es ohne Interpretation ist, ist das Ich Bin dann verfügbar. Und das andere ist wieder die Interpretation einer Deutung, einer bestimmten bezugnehmenden Positionierung durch Geistformen. Ne? Und sonst ist es einfach da mal schon, hallo, wenn du alle positiven und negativen Anmerkungen dazu einmal sein lässt, dann ist es einmal der Wert, dass das Leben entschieden hat, dass du bist, dass dich gibt. Hallo, herzlich willkommen. Ne? Das ist dann, alle, die anderes gehört haben, die also ganz als besondere Kinder da gefeiert wurden oder die sozusagen nicht erwünscht waren und bla 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 in alle Richtungen, können sich das dann wirklich abschminken in der Klarheit, indem sie sehen, was das Leben entschieden hat und nicht, was der Papa und die Mama und der Onkel und der Pfarrer und was wie er gesagt hat. Das ist das Faktum, das ist nicht wieder die Meistwählen, das kannte ich nicht, das ist das, was nicht korrumpierbar ist, außer die sagen das und die sagen, mei, du bist ein Engelskind, alle haben schon gewartet auf deine Geburt, du bist der Inkarnation von so und so Füten aus der und der Reihe, und die anderen gesagt, geh, du bist uns passiert, die wollte mal nicht, und jetzt gehst du uns noch ein Ding, und wenn man dich schon sehen wird, dann noch ganz schlecht. Alles das kann dann relativiert werden, und das ist so wichtig, weil es wenn wir dann zu den Fakten kommen, fucking normal. Wir kommen dann zu den Fakten. Ja, und wir gehen nicht wieder von Belief-Kategorien. Und endloses Leiden ist die Weitergabe und Tradition von Belief-Kategorien. Und die sitzen ganz tief. Die alle nicht verwünscht und die alle, die gebrannten Kinder, die doch so viel gebrannt wurden, auch durch diese Belief-Kategorien, die natürlich dann auch zu schrecklichen Handlungen geführt haben. Weil die natürlich geglaubt haben und nicht anders können haben, dass sie den Scheiß geglaubt haben, den sie dort geglaubt haben, eben und den sie tradiert haben, den anderen wieder erzählt haben und die anderen wieder im Programm und das sind irgendwas weit, sodass es auch ein Skriptbuch ist. Hallo, der heilige Skriptbuch, das ist das, was ansteht. Das ist auch Ich Bin, das ist auch Hier und Jetzt. Das ist auch, plötzlich verlierst du den roten Faden aus einer so komischen Fadensweitergabe von, darum ist es immer der Bruch mit der Tradition. Satori ist immer das Rausspringen aus diesen alten Hüten, diesen plötzlich, und dann plötzlich ist frischer Wind, dann sind die Heiligen Schriften plötzlich, vielleicht hat er es nachher wieder aufgesammelt und ganz liebevoll über 5 Jahre zusammengeklebt wieder. Man weiß, das kann man nicht wissen, aber Liebe ist in jedem Moment das, was das eigentliche Essenz ist. Und das Problem ist ja, dass die viele doch kleben am Koran als Buch oder am Talmud oder an der Bibel, heute das Neue Testament oder an der Bhagavad Gita, und die gehen alle hassieren, die verschiedenen, die alle kriegst das da, kriegst das Schremat Bhagavatam, 14. Band oder was weiß ich, da kriegst du die Bibelausgabe wieder und das heißt, dann kennst du deinen Erlöser und dann wie auch immer. Und wo ist es wirklich der Hinweis auf das, dann kennst du deinen Erlöser? Vor allen Bildern, hinter allen Formen. Und da brauchen wir trotzdem keinen Bildersturm machen und über die Bilder alle runterschmeißen. Das ist wieder ein Missverständnis. Das wird ja was gelöst, wenn wir die dann zerstören in diesen Kirchen, in Moscheen, in den Kathedralen, damit es kein Bild ist, ne? Dass man den Propheten sozusagen nicht darstellt und das, was die Quelle ist, so ein Quatsch. Und natürlich ein für alle ein Meins, wenn du still bist, dann sind alle Propheten. Natürlich, weil die Potenzialität, und es gibt nur Propheten, und es gibt nur Auserwählte, und es gibt nur Kinder unter der Sonne. Und alle haben den Spirit im Herzen. Ne? Und Jesus und Buddha und so sind einfach stellvertretend solche, die das entdeckt haben. Und Jesus hat nicht gesagt, ich gebe dir da die und die Norm, sondern das lebendige Wasser oder dein Glaube hat dir geholfen. Das heißt, der Mystiker hat immer den Ball zurückgegeben, weil er gewusst hat, er kann nichts tun für dich. Ja. Wie dieses Mädel, was dann gelacht hat und so richtig in dem Papaji-Video, was ich immer öfters wieder, das Call of the Search, was ich sehr empfehlen kann, wo die dann so lacht. Und dann die Frage, do you want something from Papaji? No, of course not. Papaji makes it very clear. He gives us nothing. Ja, das ist doch... Das ist das Verrückte, weil das wirklich das ist. Und das heißt nicht, dass man es nicht auf jede Art unterstützen kann gegenseitig.
aber eben in dieser Einzigartigkeit, die niemand anders sozusagen kopiert, dass jeder, wie in der Natur, dass die verschiedenen Vögel, die verschiedenen Blüten, die verschiedenen Wasserkäfer, die verschiedenen Algen, die verschiedenen Wolken, die haben alle ihren Platz und da ist nicht, die sind irgendwie in der Vernetzung, was Natur ist. Ne? Und da ist es sinnlos zu sagen, welchen stellen wir jetzt drüber in der Hierarchie in Uhu oder den irgendein Basilisk da irgendwann oder stellen wir da die Schwalbe über den grünen Knollenblätterpilz oder den Wurmfarn und über den Bergkristall oder was will man die auch noch einbeziehen, die Community. Das macht einfach keinen Sinn, das ist nur der Mensch, der denkt sich so einen Scheiß aus und sagt dann, ja, wir sind alle, du kannst nicht sagen, ja, wir sind alle Idioten, weil mit dem Ego sind wir viel blöder, schau dir doch die Ameisen an, die das organisieren, ne? Die betreiben auch Viehzucht, die züchten da irgendwie so Läuse mit so einem klebrigen Sekret und die machen viel bessere Viehzucht als beim Menschen, wo man solche Probleme wie Klimawandel, das ist alles in einem integrativen, in der Natur enthaltenen Kreislauf, also das ist bioökonomische, ökologische Landwirtschaft, höchster Blüte, die was wirklich vollendet ist und kein Müll produziert, also könnte man sagen, ja, diese komischen, trotzdem sage ich, nein, ich stecke den Kopf nicht in den Sand, ich sage das, bin ein Trottel, ich gehöre zu diesem offen, die da in eine entartete Sprung der Evolution gegangen sind und dann sich so viel Blödsinn einfallen lassen und die ganze Natur zerstören. Nein, halt ein! Genauso die andere Seite, wie toll wir sind, was wir alles machen, wie erleuchtet wir sein könnten, was es. Ende der Trance. Diese ist es, heißt ja, wie Selbsterforschung, Rückbesinnung, Kontemplation. Ja. Und dann weißt du nicht, was geschieht. Kann sogar sein, dass dann plötzlich die Offen, die da sitzen, mit einer hierarchischen Struktur plötzlich der Oberkapo plötzlich innehält und auch ins Herzog sitzt. Der vorher nur schnackselt und da irgendwie tut und sein Machtding auslebt und sein Libido einfach in so einem biologischen Programm. Und du weißt es nicht. Das ist eben das Wunder, dass es auch immer wieder lernfähig ist, in dem, dass es nicht in Vergangenheit, Zukunft ist, sondern einfach hier ist. Einfach hier ist Zündlauf, einfach hier ist ich bin, einfach hier ist Zeitschnitt, einfach hier ist nicht ein Kompensationserfüllungsprozess der Zukunft, der wieder dann so ausfallen sollte, wie das Ich sich einbildet. Und wenn es entdeckt, dann passt, wenn du das genauso kriegst, wie du das willst, dann sagst du, jetzt ist super. Dann ist es, aber das ist meistens nur kurz. Wenn der Mechanismus der Beanstandungsprojektion aus einer Ich-Perspektive entlarvt wird, dann ist es plötzlich eine neuroplastische Flexibilität in der Betrachtung, die plötzlich auftritt, die den Raum plötzlich neu entdeckt und das einfach ein schöpferisch losgelöstes, völliges Anwesensein anstatt eines klebenden, ängstlich hoffenden und ringendes, so zu dort zu kriegen, wie ich es will. Das hat ganz andere Atemspotenzialität und ganz andere Chin-Potenzialität dann, wenn das einmal nachdem vielleicht diese Wehen natürlich der Neugeburt, die schmerzhaft sind, die Spost brennen kann, was der Dornbusch nicht gerade voller Romantik ist meistens, ne? Sondern der heiße Stuhl, wo du so ein bisschen am vedischen Feueropfer dich selbst darbringst, ist meistens nicht nur kein Urlaubsfeeling, sondern das hat was mit Hingabe zu tun. Was ist der Preis ist der Mindfuck. Ne? Und dann bleibt das, was wertvoll ist. Es bleiben ja auch intellektuelle Fähigkeiten und Kapazitäten, die nutzbar sind, die von diesem Wenn und Aber und Sollte kommen, der müsste und diese ganzen strategisch ich-bezogenen, intentionalen Handlungen, die verbrennen. Ja, und dann ist es viel einfacher, aus dem Bewegungsimpuls des nicht ständig wählen müssen und eh nicht wissen, was wie plötzlich in eine Ausdrucksform von so und nicht anders, wo sie das auf das Eigentliche sozusagen reduziert, im Nichttun eines Geistes, eines Wunschwillensgeistes. Ne?
Und dann ist es, wenn du so willst, der reine Wille im Flow des Ausdrucks. Der kann auch noch tänzeln, der kann 25 Schwenkungen vornehmen, kann seine Richtung ändern und da ist eine Flexibilität, aber nicht ein starres Beharren. Das ist das, was in dem Wandel auch geschieht, im Relativen. Und es beginnt immer wieder in dem Hallo, in dem man mal, während du rennst, einmal für einen Moment innehältst und nicht zwingend weiter rennst in neuronalen Schleifen und Netzwerken deiner Vorstellung. So, die Besinnung, die grundlose Besinnung in diesem Moment. Und dann natürlich Erkenntnis, dass im Bundle of Thoughts nicht wirklich was zu holen gibt. Obwohl das immer da und als Berater versucht, dass irgendwas eingeredet wird. Aber das bist ja du selbst. Das ist so ein Witz, dass der Teufel ja auch nur ein Synonym ist für den Geist, der ständig quälerisch irgendwas in Frage stellt und es anders möchte. Und vorgibt, Rezepte zu liefern, die dann sinnvoll sind mit Bezug auf Kontrolle oder Abwehr oder Vertuschung oder Verstecken oder Ausagieren oder wie auch immer, die aber nicht zielführend sind. Das ist das Verrückte. Und dann pfeifst du auf den Berater, der da ständig einflüstert und spürst plötzlich wieder die Verbindung. Und das ist ganzheitlich, das ist körperlich, das ist energetisch, das ist für viele Menschen, die ganz abgehoben in diesen Schleifen sind, ist dann wieder, auf einmal spürst du wieder deinen Hintern und deine Schultern und deine Ohren und deine Nase und so. Da ist auch wirklich ganz praktisch wieder was nicht, dass plötzlich wieder mit dem, was nicht gedacht ist, plötzlich in Kontakt bist. Ne? Und das, was gedacht ist, über alles das, dass das zurücktritt und das sich probiert und dass das, wenn du so willst, einmal so rein körperlich, ne? Das ist völlig verrückt, wo das wirklich die Qi, wo dieses Spiel von Vorstellung und Erwartung sich sichtbar wird und dann fühlt man, dann ist auch mehr Qi da plötzlich. Ne? Dazwischen kann sich ordentlich rumohren. Das ist ja an süchtigen, an Mind-Junkie sozusagen das Futter einfach nicht zu servieren. Das ist ja, dem wird ganz schnell fad. Der wird rastet, der hat ja so viele Jahre, hat er ja als Mind-Junkie dauernd immer wieder irgendwie was sich reinzogen, was gehört, was glaubt, was Neues, um irgendwas aufzufüllen. Das ist ja nicht die losgelöste, klare Nutzung von Intellekt und das ist super, der Working Mind ist super, das ist dann eine ganz andere, ganz was anderes, das ist dieses Reflektieren, das Tüfteln, das ist, hat was Spielerisches, Kindliches, Erforschendes, Detektivisches, was Entdeckerisches, was Erfinderisches dann, das ist ganz anders, das andere ist so dieser Dreadful, dieser Macht und Kontrolle und versuchen unter der Fuchtel irgendwie durchzukommen. Und das ist klar, und das geht nur, wenn da und da und da und da über die Flammen einfach plötzlich diese Qualität von innen verkörpern, die vielen Menschen in der Resonanz plötzlich auch diese leichter macht, plötzlich da es zu wagen, einfach von dem erfasst, was nicht einem bestimmten Vorstellungsbild entspricht. Aus der Geschichte kennen wir das alle, haben dann dasselbe gewarnt, alle marschieren im Gleichschritt, alle schreien, was ich was, heil, irgendwas. Und das kennen wir schon. Da ist es aber so ein bisschen ein bunter Haufen, der trotzdem, wo die Loyalität zum Selbst ist und nicht die Loyalität zu einem äußeren Führer oder zu einer äußeren Instanz oder zu einer Idee oder zu irgendeinem Emblem oder zu irgendeiner Fahne, die da geschwenkt wird, die für irgendwo steht, oder zu einer Nationalität, Nation, dass die alle, was sind, richtige Russen, richtige Deutsche, richtige Franzosen, richtige Österreicher und so, dann ist es sozusagen, dann kann es sein, dass die Fahnen, da fällt mir das ein, wie mal beim Forum Erleuchtung in Berlin. Da war dieser Liebesaffront. Ich sitze mich genau auf irgendein wunderbares tibetisches heiliges Ding, da was da schön zusammengesetzt und genau dort habe ich mich reingesetzt. Völlig unschuldig. Und dann gleichzeitig war ich so, wie dann hat mich das sehr so, gleichzeitig habe ich auch gemerkt, das war so eine gewisse kindliche Freude einfach. Das
gar nicht aus, das ist gar nicht vorstellbar. Das was du liebst, was genau das ist, was dir entspricht, dass das auch sozusagen, das ist aber das, was das Leben ja will, dass das auch das ist, wo du deinen Lebensunterhalt und das alles bestreitest, sozusagen, komisches Wort, bestreitest, schon mal. Wo das im Flow einfach sich im Ausdruck dessen. Natürlich ist es, wenn du schaust, im Jetzt hier ist es immer genau das, was jetzt ist und serviert wird das, was genau zu dem Zeitpunkt genau das ist. Da steht ja keine Frage. Und du kannst aber, indem du ganz mit dem bist, was jetzt, und das ist eben, deshalb gibt es ja die Vorstellung von Beichte, von es sehen, es auf den Altar hinlegen. Das sind alles Bilder für die Schau in diesem Moment, dass du schaust, was ist los, was ist da. Das ist es. Das ist sozusagen ein reflektorischer Seinspräsenzschau, wo du mal schaust, was ist los, was gibt es alles, wie ist es, was ist die Standerfassung ist sozusagen. Ja? Und dann kannst du ja schon mal schauen, was gibt es da, und nicht immer nur, was ist jetzt nicht da. Was willst du nicht von dem, was da ist, sondern einmal mit dem, was einmal und was für Möglichkeiten mit dem. Und im neuen Licht kann sein, dass alte Hüte ganz schön lebendig werden. Die vorübergehen und sagst, das und so. Und wenn es gesehen wird und wenn es zugelassen wird, kann es oft sein, dass du merkst, die dunklen Bedrohungen, wie die da scheinen, plötzlich ganz interessant sind und plötzlich was im Lichte des Seins plötzlich neu gesehen wird, unglaubliches Potenzial haben, was genutzt werden will und was eben genau im Ausblenden und im Verdrängen und im sie eine Geschichte darüber erzählen oder versuchen es irgendwie in eine bestimmte Richtung unbedingt zu bringen, dass genau das ist, dass das so etwas wie eine grundlose, kristallene Besonnenheit im Sinne von im Lichte dieses Momentes, ne? Mit neuer Sonne das Ganze zu sehen. Und daher ist der Mystiker, der wirkliche Mystiker meistens der, und das hat damals der Iles erlebt, wer beim Papaji ankommen ist, da nicht einer, der sofort wieder irgendwelche Arbeitsaufträge gibt und irgendwie so sagt, du musst jetzt das, sondern der einmal sagt, vielleicht sitzt sie sich einmal zu mir und trinkt mit mir einen Tee. Ne? Beispiel oder so in der Art von es dann. Und dann ist es so, weil die Präsenz energetisch, dieses Unerklärliche, wo es plötzlich still ist, das wesentlich nur wertvoll ist, auch als ein Verständnisprozess von begleitender Transformation. Der ist wertvoll, keine Frage. Die verschiedenen Themen, auch die haben totalen Platz und können genauso besprochen werden. Es ist spannend, was das Leben aus dem spontanen Moment dann dazu vorschlägt oder was das energetisch auslöst, was da erlebt wird. Ja? Und da können auch alle Tools der Lernerfahrung eingesetzt werden, überhaupt keine Frage. Dieser Kanoch, das geht um dieser Biss des lebendigen Feuers, der in dem drinnen ist, der das Ganze in dieser Flamme des ersten Momentes einfach, so dass alles, was wir sonst nutzen oder irgendwie, dass das frisch, ganz frisch jetzt zugänglich ist und nicht einfach nur so eine Idee ist oder so abgestandene Brief. Sortiment sein, sondern dass das geschmackig ist, ne? Das Taste of the Earth. Ne? Und dass es nicht geht, das auseinanderzuspalten, was oft versucht wurde, ist die Sinnlichkeit und die Körperlichkeit und alles das, da ist Widerspruch zu sehen zum Spirit. Ja, weil das führt dann zu einer abgespaltenen Vorstellung, die Himmel und Erde oder auch bis zum Advaitischen sich im Absoluten zu verstecken. Und glaubt, da ist nichts und die Welt als Gegenpol zu sehen, dass alles Illusion ist, alles normal. Ja, es geht nur in dieser grundlosen Totalitätsdeckung, sag einmal, wo du plötzlich einen Moment ganz einfach so genau wissen ist, ob es da passt oder nicht. Und wo du einfach einmal, hey, der Moment da, das was. Um zu sehen und da und immer mehr zu verstehen, was wirklich diese unsichtbaren Fäden bewirken. Das und wenn du die, und da immer wieder der Hinweis auf die Erforschung, zeigt mir das Ich von Huang Po und anderen Zen-Portwerfen, und es wurde noch niemals festgemacht und gefunden. Weil wenn der Gedanke aufsteckt und du schaust da, was du isst, dann nimm irgendeinen Gedanken, stell ihn da mal hin, schau mal, was da ist.
Das ist ja der Wahnsinn, dass ein virtuelles Geschwader von Geistformen, die, wenn man dann genau dorthin schaut, gar nicht da sind, sondern dass die was die bewirken, was Menschen zu Vorstellungen und Handlungen und die ganze Welt, was das auslöst. Das ist in der Tragweite gar nicht, das ist ja irrbitter. Das ist die totale praktische, auch in der Maya-Lila-Gebärdung des Welttraumes, sage ich mal, des Lebens. Unglaublich, was das für Wirkungen hat, dann, wenn in dieser Kausalität ständig wieder investiert wird, auf dieses Missverständnis und Gefühl von potenzieller Worte, wo sie alle gegenseitig, ne, aufstacheln im Wahnsinn. Ne? Und da kann es nur diese Abrüstung in der klaren Einsicht, das zu sehen und zu lassen. Und das dann reduziert es sich auf das. Und dann wissen wir uns was Besseres, als uns die Köpfe einzuschlagen, sondern in der Gestaltung, in einer Community, im Miteinander, wo jede und jeder sein oder ihren Part findet, wo du das gern tust, was du eben ausdrückst oder eben du dein Leben und dann in dem Spiel das Miteinander gestaltet. Ne? Und da ist natürlich eine große Entrümpelung. Ne? Aber das Um und Auf immer wieder genau jetzt hier so Alpha Omega ich bin. Wie sonst? Das heißt, dieses Geschenk des Einhalts, der Einkehr, des Unterbrochenwerdens, dieses Wohin von A nach B oder in diesem Rad und das, was Buddha wirklich immer aufgezeigt hat, das, was sich nicht bewegt, das nicht aus dem Unterwegsseinsmodus in den Präsenzmodus. Im Auge des Buddha, im Auge des einen und nicht von da nach da und da wieder da und so. Es klar kann es sich total lebendig bewegen, wenn es erst einmal justiert ist. Dann kannst du auch so und hin und her spülen, wenn du das Instrument gestimmt hast. Und dann kannst du auch Dancing Shiva, dann Shiva Nataraja. Aber du bleibst wirklich im Shiva-Gewahrsein. Ne? Das ist es. Ich bin im Hey, der heilige Berg, der sich nicht bewegt und da kann sich dann nur ihn bewegen. Und alle Spielorten der kosmischen Theatralik losgelöst in dem einen zu Hause, ohne jemals wohin zu gehen, in allen Spielarten und Filmen und Bewusstseinsebenen herumzuschauen und dort, ohne das, die Essenz sozusagen zu verlieren, die Guru im Herzen des Geschöpfes, der Spirit. Die großen Mystiker haben alle diese Anhimmelung und Verehrung nur bis einen ganz gewissen Grad geduldet, wo es einen gewissen Sinn hat, weil es wirkliche Liebe und Hingabe war und darüber hinaus dann eher abgewinkt, wo eine gewisse Reife ist, dass das klar ist, dass das eine Autorität ist und dass das in dir ist und dass es gescheiter ist, bevor du heilige Füße küsst, dass du selber schaust, was los ist und einmal still bist und ja. Dass das so mehr, aber dass auch eine wirkliche Bhakti, eine Hingabe auch in der Guru-Bhakti total auch wertvoll ist. Weil wenn es wirklich, also es ist völlig wurscht, also wenn es aus dem Winkel von Herzen kommt, ne, dann ist es wurscht, das ist ausschließlich da. Dann kann sie sich gebärden wie will, dann kann sie sich alle Stücke ausspülen. Und gerade in Indien ist das so, da gibt es einfach alles und da ist das so. Das ist einfach, wie es da im Inneren ist und völlig wurscht, wie es ausschaut. Das sprachlich bitte immer alle, gleich was, wenn die Sprache zu sehr österreichisch abtrifft, dann sind wir sofort einhalten. Bis wir noch einmal hochleiten. Ein bisschen schweizerisch, ich weiß nicht, wie es da kommt, aber bitte sofort darauf hinweisen. Ja, kein Problem. Wenn es dann weiter oder machen wir jetzt ein bisschen so.
Und in dem ist dann, wenn sie das löst, und das ist eine Erleichterung, weil ja viele gedachte Steine vom Herzen fallen und die vorher, die was erst geglaubt wurden und die ganz hartnäckig irgendwie verbohrt, verteidigt wurden und das als total niemals hinterfragt und gesehen wurde, die einfach, ja, und das ist unglaublich, wenn da ein bisschen was lockert oder ein paar Schrauben locker werden und runterfallen oder nicht mehr so fest sitzen und so. Weil das, und dennoch, manchmal formuliere ich es sogar, dass es so eine neue Art von freier Sicht über die Dinge, die eine gewisse Kontrolle sind, aber keine Ich-Kontrolle. Dass es durchaus was ist, was durch die klare Struktur in dem ruhend wieder eine gewisse Übersicht ist, was weißer Plastizität hat und einen Space hat. Ne? Also das ist nicht irgendwie so, aber wer könnte das wissen? Das was in der, genau im Kern, in der Mitte ist, ist das Entscheidende. Ob es dann so dahergeht oder ob es wild herumhüpft oder ob es ganz langsam geht oder so, das lass dich da nicht täuschen. Das ist ja auch in der Natur unterschiedlich, wie die verschiedenen Tiere daherkommen. Und die haben ja auch ganz unterschiedliche Bewegungsmodi. Und eine Schnecke und ein Tapir und ein grüne Mamba haben auch verschiedene Orten, wie sie sich vorbewegen. Und da ist es das, was dann, es ist so ein Nebeneffekt von dem Eigentlichen, dass dann auch die psychophysische verfügbare Energie formen und das alles auch aus dem heraus neu inspiriert und neuroplastisch ein bisschen frischen Wind erspürt, der da durchzischt, ne? durch die Leitungsbahnen des gerade im Nervensystem, im Gehirn bestimmten Partien und Aulen damit zusammenhängen, feinstofflichen Bereichen. Dass alte Leitungen erneuert werden von innen. Nicht wieder wie sonst Geschichte, dass man nunmehr Beliefs von sollte, könnte, müsste und obergescheite Sprüche drauflegt, dass die da nun, sondern dass eher das von innen ein bisschen durch flutet werden von diesem ozeanischen Element, das als der eigentliche Quell in allen unseren Energietools fließt. Es ist in dem auch Planung ganz natürlich möglich, aber es ist kein Beharren auf eine bestimmte Einlösung. Das dauert alles, kann nicht geholfen werden, aber das reine Gegenwärtigkeit, aus der heraus das neugierig ist, und es kann auch Visionen haben, aber die Visionen sind da einfach in dem drinnen und ich bin immer hier. Das ist das Um und Auf, das ist das. Die Idee, dass es sich so erfüllt, ist ja genau wieder der Gegenpol von der Idee, dass es doch nicht so wird, wie ich es hoffe und beharre. Und das ist eben genau das, warum es nicht funktioniert. Und genau in der Mitte ist es, dass du es offen lässt. Dass du einfach bist, dass du wirklich anwesend bist. Dass du, und wenn es auftaucht, taucht es auf, dann was auch immer an Ideen und Vorstellungen. Und dann ist es so, dass es, wenn es in neuem Licht gesehen wird, nicht zwingend geglaubt werden muss. Weil das ist so wie eine Investition, du ständig investierst in ui, hoffentlich nicht oder hoffentlich so. Das ist ja unglaublich kraftvoll, bitte, dieser eigenartige Spiel, dieses Mind. Das ist ja unglaublich kraftvoll im Erschaffen von, der rennt ja in so viele verschiedene Richtungen. Da kriegen wir dann so komisches Chaos serviert meistens. Und wenn du einfach in diesem Moment grundlos einfach bist, dann ist alles erfüllt. Und dann kannst du, das ist nicht zu erklären, natürlich nicht, das ist weiter und du, was denn, wie denn? Ne? Dann
das hat keinen Grund. Das ist nicht, weil schon wieder da, weil ich gerade präsent bin oder so. Sonst hast du wieder das Gefühl, wenn du gerade nicht in dem Modus, dass du glaubst, präsent zu sein, dann bist du schon wieder nicht dort. Aber du musst auch wissen, auch wenn du glaubst, dass du nicht, wenn du das nicht mehr glaubst, dann schau, wo du bist. Du hörst es immer wieder, diesen Geist da ein bisschen so unter die Lupe zu nehmen und dieser Erforschung unterziehen, ob da wirklich jemand ist oder sagen wir mal, als gedachter jemand, niemand in dem Spiel. Ja, und das ist für alle Systeme ja auch hilfreich, auch wenn die Systeme dann, ja, da oder was, oder wie auch immer. Die Gesamtheit aller Beliefsprüche. Adelsatz. Das Ich, das Ego, die Gesamtheit aller Beliefsprüche. Und dann ist es natürlich nicht zu handeln, dass der Geist versucht, still zu werden. Das geht überhaupt nicht. Ne? Du lässt ihn einfach sein und was macht er dann? Er sucht den energetisch einfachsten Zustand ein und mit der Zeit verschüßt er sich und sitzt ja unter dem Bodhi-Baum. Ja, das hat Buddha gemacht, da haben die Dämonen ganz schön wütend geflackert und alles Mögliche aufgeführt und er ist einfach da sitzen geblieben in diesem Moment, bis da irgendwie ausgesprungen haben. Ne? Und dann auch sozusagen runtergekommen sind und dann ist nur einer gesessen, und vorher sind viele gesessen auf dem Bodhi-Baum, ne? Die da in ihm aufgestiegen sind, ne? Irgendwelche so Stimmen und Vorstellungen und. Genauso wie bei Moses am brennenden Dornbusch. Ne? Und nochmal in einer ganz extremen Form Jesus in dieser Kreuzigung, wo auch dieses Lassen von Vorstellungen und Erwartungen und Verlassensein und Rettung und getrennt und in Hinrichtung und alles, das sind dann in Extremsituationen. Ne? Das ist, da spitzt sie dann zu. Da ist ja ihre Möglichkeit natürlich, sie noch mehr zusammenzuziehen und auszurasten oder total alles fallen zu lassen, weil keine Chance und Wahl mehr ist, irgendwas dort zu bewerkstelligen, als einfach was sein zu lassen. In der totalen Hingabe. Und es kann nur genauso, wie es serviert wird, auch mit dem genutzt werden. Darum sage ich immer wieder, denk dir nicht eine Situation aus, die sein müsste, die bei irgendeinem Mystiker der Fall war, sondern das, was da aktuell dann ist, ist genau so, wie es in dir erlebt wird. Ganz genau so. Das ist das, was die praktische Möglichkeit ist. In diesem Moment, in jedem Moment mal. Sonst ist wieder ein fiktives Schleifen einer Vorstellung aus zweiter, dritter Hand. Plötzlich bleibt die Zeit stehen, ganz grundlos. Und du bleibst da und aus. Alles bewegt sich da weiter, alles, du bleibst da. Die Dinge kommen und gehen und verändern sich und die Stimmungen und die Erlebnisse und du bist immer noch da, wo du bist. Was auch da geschieht.
Leinwand schaut Filme. Oh, die sind super, die sind total echt, die schauen so echt aus. Multidimensional, in Raumzeitdynamik, die sind unglaublich, die sind schon. Boah, der göttliche Traum ist unglaublich komplex, so viele Dimensionen und was da gibt. Jede Analogie, das Vorstellen uns ist nichts dagegen. Das ist Breitband, Taste and Smell and Voice and Klang und Farbe und Form und Details und Schwingung und wow! So dass wir alle glauben, das ist wirklich die Realität. Das ist ja das, warum ist ja das. Aber was? Es ist es eh. Es ist der Traum und die Realität zugleich. Es ist beides wieder um ein Begriff. Das ist absolut relativ, was so ist. Der imaginative Schengel-Erlebnis-Space des Bewusstseins. Ist einfach eine Frage, die sozusagen alle Geistformen zurückführt, wo sie aufstellen. Wie wenn du eine Zwiebel auseinanderschneidest und dann wartest und schaust und merkst, was in der Mitte ist. Und wenn du das Ganze auseinandergenommen hast, dann kommst du wohin? Plötzlich ist doch gar nichts da. Am Ursprung, da bist du plötzlich dort, wo du sozusagen der Space, der immer ist, wo noch nicht der Gedanke aufgestiegen ist, wenn es so willst, oder? Und dann, ob er aufsteckt oder nicht. Anders formuliert, sei still, unabhängig davon, ob es ganz laut ist oder leise ist oder still ist. Sei einfach still. Dann kann es sein, dass du bei Black Sabbath in der ersten Reihe sitzt und der Magen springt schon da fast durch den Kopf und die ganze Vegetation vibriert bis zum Gehtnimmer. Und während Paranoid oder Iron Man und plötzlich musst du lachen und sagst, es ist still, auch wenn die so laut spielen. Inzwischen sind sie schon in Pension gegangen, aber dann merkst du, das gibt es ja gar nicht abhängig. Es geht ja gar nicht darum, dass leise ist oder laut ist, sondern dass sozusagen still mit Lärm, still mit laut, leise, still mit Menschen, die was wollen, die nerven, die du nervst, die was Freude haben mit dir, die küssen wollen, die alle, dass du mit allem, was auch nur ist, einfach sozusagen in justierter Präsenz bist. Und einfacher, direkter Nutzung, wenn du. Weil das das erst ermöglicht, dass das wirklich erlebt wird, weil das so auf klar gestellt ist, sozusagen. Und es kann sein, dass du während der Götterdämmerung Aufführung von Wagner, während da der Siegfried mit Heilige Braut da seine letzten Dinge singt, nachdem er da den Speer hinten reingekriegt hat und da winselnd am Boden liegt, dass du plötzlich in mitfühlender Losgelöstheit bist, weil du am archetypischen Drama teil hast, aber nicht identifiziert bist. Und dann halt einfach dem Richard Wagner seine antisemitischen Neigungen verzeihen kannst und die Musik trotzdem wertschätzen kannst. Dass du sogar für einen Mann bist. Das ist so
dass du aber trotzdem keinen Scheiß pachten musst und alles, was wertvoll ist, trotzdem nicht gleich verteufeln musst. Also du kannst dann differenzierter in einer gewissen klaren Schau unterscheiden zwischen dem, was er wert ist und was er schmoren ist. Muss ich sagen. Das ist das, was dann in der Bibel auch zur Spreu vom Weizen trennen. Aber das kannst du ja nur, wenn du einmal schwachgestellt bist und das Werk justiert ist, was du einmal in einer gewissen durchlässigen Schau aus erster Hand schauen kannst, was ist sozusagen, was kannst du brauchen, was nicht, was ist sinnvoll, was hey, weil sonst bist du wieder nur so da und in so Beliefs ferngesteuert und die Beliefs kommen immer von irgendwo und irgendwie, dass irgendwer das gesagt hat, irgendwer, du sollst, du musst, du darfst, du haben, egal wo die her, so die aufsteigen, was die behaupten. Da ist die Möglichkeit, plötzlich mit der Autorität in dir in Kontakt zu kommen, Shri Guru in der Heart. Das kann sich nicht spiegeln, weil Menschen, die das von da kommen, das ist klar, dass die dann das sozusagen repräsentieren, auch als Erinnerung an dich, dass der äußere Guru ein Mensch ist, der das mit dem verbunden ist, auch das zurückspiegelt, dass das in dir ist, zu finden, das, was das ist, was das ausmacht, das ihn auch bewerkstelligt in dieser Welt, dann das so auszudrücken, weil er eben das kennt und er sagt, hey, das ist auch in dir. Nicht solche, die glauben, sie müssen sie wieder Jesus unbedingt anziehen und so daherkommen und dann, das ist nur kein Kriterium, sondern du kannst ganz verschieden auftreten und gleichzeitig kann es auch schön sein in einem bestimmten Ort von Ausdruck, ja, einer Community, was Ähnliches und ganz verschieden und bunt und vielschichtig und gleichzeitig auch ähnlich in einer Sache. Aber es hat dann dieses, das, was ein lebendiger Pfiff ist, ne? Das ist das, was man nicht. Unabhängig von der Kostümierung im Sein. Der kosmische Lausbube, das kosmische Dynamas, das Mehl, das ein anderer Mal war immer so, mit so 70, 80 Jahre Körper, ist immer jünger geworden. Das war immer richtig so. Aber das war das Merken. Und dann ist ja gerade da, trotz Bier rauchen. Und dann auf der anderen und trotzdem. Aber das war, boah. Diese Funke, diese Flamme, diese, das ist das, was. Was das einfach übersehen hast, im Moment, wo du plötzlich hier bist und nicht unterwegs. Und du einfach mitten da bist, plötzlich nicht, was du einfach nicht weißt, du bist einfach da bist, Arme. Was du gar nicht drauf gefasst bist, was plötzlich sozusagen im Hier-Modus und nicht im Unterwegs-Modus bist plötzlich. Das ist eine wunderbare Art, diese Resonanz in so einem Feld miteinander, ist das so spannend, wie das plötzlich Leute so umklappt, plötzlich einfach im Seins-Modus, im natürlichen Zustand plötzlich, weil wir wissen, was nichts da plötzlich, weil es switcht. Das Kindlicht, das lässt sich nicht umbringen. Das ewige Kind, das ist was, wow, das ist schöpferische, kreative Energie. Das ewige Kind. Das ist nicht kindisch, sondern das Kindliche, das Entdeckerische, das Leben, wow, von so vielen verschiedenen Neugierigen, so ausprobieren möchte und schauen möchte und vorstellen. Und trotzdem in dem Moment ist, weil das erlebbar ist, so überbauter. Der Belief-Kategorien herumtaumelt. Und da ist es natürlich in so einem Retreat, wo das Lernziel immer erreicht ist, weil es keins gibt. Ist natürlich das ein besonderer Vorteil, weil ich ja auch nicht
einen bestimmten Zustand der Kundalini-Lenkung jetzt lehre, zum Beispiel, oder irgendwas, was man im energetischen Kontinuum so nennt, dann ist das ein Nebeneffekt, dass diese bestimmten Sachen, dass das passiert, verschiedene Energieformen und das Eigentliche, es ist immer das Eigentliche. Also das wird so herumhantieren an irgendwelchen energetischen Prozessen auf bestimmten Ebenen und das geschieht eh was selber. Du kannst die Schlangen eh nicht zurückhalten, wenn sie da durchzischen. Ne? Also du kannst eh. Kannst du eh nicht kontrollieren, dann kannst du sowieso nicht, da ist dann sowieso vorbei mit dem Versuch, da den Kelomat-Deckel nur draufzuholen. Das geht dann sowieso nicht auf, also das ist dann sowieso unmöglich. Also da müssen wir es gleich einfach tanzen, wie es wollen. Und wissen trotzdem, dass das Hiersein, dass das das ist, was grundlos das ermöglicht, ohne Kontrolle, ohne Unterdrückung und ohne Forcieren. Das ist das Verrückte, weil, sondern der natürliche Zustand ist nicht das irgendwie so hinkriegen oder kontrollieren oder einfach laissez-faire lassen. Das ist wieder die andere, sondern das ist sowas wie eine natürliche Mitte gibt, die organismisch lebendig ist, die mit in der einen Richtung und in der anderen Richtung so, muss man so. Ein auch energetisches Einpendeln in die rechte Spannung des Ausdrucks, Ausdrucksnutzung des Repertoires. Das ist so ein Wunder, weil ich brauche nichts wissen, das macht alles das Sein. Das ist das hier, das Wichtigste, alles was ich gelernt habe, ist relativ. Mit verschiedenen Sachen, die waren alle wertvoll. Aber das Eigentliche kann man nicht lernen. Das ist das Schöne, das ist das Irre, das ist das Nächste, das ist das Mutter Natur ist plötzlich und die. Ja. Aber die ist verlost. Stell dir mal vor, du hättest die Zellsteuerung, von der Zelldifferenzierung hättest du es selber machen müssen. Dass du schaust, dass das richtig einstößt. Die hört dann nicht wieder, dass du da aufpassen müssen, dass das richtig passiert. Mit der Plastula und dem Ganzen bist, dass du die Organe am richtigen Ohr kommen und das richtig abgelesen wird von der Genetik, dass das dorthin kommt und dass die entsprechenden Repressor und die Ego-Regulator, die Ego-Sequenzen das richtig machen und so weiter. Und da bist du ja verrückt. Du kannst ja da, wow, was kann man da aus? Also da kann man die Ohren da auf Zeiten und die Schulter und der Arm da hinten und die Haare auf dem Arsch und so. Da kann man halt ziemlich raus. Ich glaube, das kann man so verharschen. Das ist ein komplexer Mechanismus, ein Wunder, ein menschlicher Organismus, der da in diese Spaltung geht. Das ist so das hinkriegen. Große Dauer übernimmt deswegen. So gerne. Inner Guru. Never seen and always here. Never seen and always here. Und er zeigt sich natürlich an den Früchten, das sind die Körper, das sind die Erscheinungen, das sind die. Und es ist eben kein abgespaltener Haarspann, der uns da wie Marionetten leiden lässt, sondern die sind ja getrennt und haben diese Möglichkeit, das Repertoire zu nutzen und zu verstehen und weil wir nicht. Weil es in uns ist. Ne? Sonst war es eine Zwangsbekundung, da war es ja wirklich so Art Sadist, der uns da zappeln lässt, so eine Zeit lang im Leiden, bis er uns dann erlaubt, dass wir durch die Erleuchtung endlich das Blödspielen aufgeben. Ne? Und das ist nicht so, das wirklich, sei still und nutze es, sei still und erkenne, wer du bist, sei still und sieh es mit neuen Augen, sei still und hallo. Denk dich nicht fort. Denk dich nicht irgendwo hin. Erkenne, was der Geist. Das ist einfach, das ist eben neue Tools sind, die erst einer Nutzbarkeit der Erforschung des klaren Sehens und dann neu nutzbar sind. Dieser Mind und diese. Die meisten glauben das aus Denken. Ja, ja wirklich. Das ist zu mir.
Und das meiste ist Wahnsinn. Aber es ist total okay. Aber es ist nicht so nein, es ist Leiden. Das Wasser des Lebens. Als wenn alle sie jetzt so auf den Frieden meditieren. In der kristallenen Präsenzjustierung. Das ist das und das ist was, weil das ist dann einmal, weil sonst ist es wieder in den Fängen zwischen Erwarten und Rufen und wir werden jetzt alle meditieren, damit es keinen Krieg mehr gibt. Ne? Im Sinne von Josef, da bist du im Pol zwischen Krieg und Frieden und Krieg und Frieden und da ist, wenn es still ist, ist Kraft der Stille. Das ist nicht Plus Minus, das ist Arunachala Shiva. Das ist kein Belief. Jeder Belief hat den Gegenbelief. Die Bösen und die Guten, die Braven, die das richtig machen, die das falsch machen. Spirituell, nicht spirituell. Sichtbar werden. Auch der Schatten kann dann plötzlich alle diese Aspekte können am Altar plötzlich neu gesehen werden, dass da was dafür Kräfte, wenn das einmal nicht überall mitrennt wie ich, sondern einfach mal setz dich einmal zu mir und trink eine Tasse Tee. Das ist eine Metapher für auch einfach mal hier sein ohne. Glas Wasser trinken, genau. Konstruktive Leerlauf. Das ist das Höchste. Die wenigsten Menschen nehmen sich Zeit, die sind viel zu wichtig, wir müssen schon mit was erledigen, müssen schon wieder wohin, haben schon wieder, ich habe keine Zeit, ich habe schon Termin, muss das und das machen, muss ich das. Der konstruktive Leerlauf, das ist, oh. Das ist also. Nimmst du Zeit für das, was keine Zeit braucht, was jenseits der Zeit ist, kein Ding ist. Aber das ist auch schon wieder diese Formulierungen, wir haben schon wieder den Geist ja eben zu enormen Exkursionen verleitet. Die Geister. Dann ein Ritual machen mit dem, dass du alles, was du denkst, schnell aufschreibst oder uns reißt, also verbrennst das immer. Oder sagen, du brauchst viel. Du kannst nicht an der Tastatur, aber dann schnell, da kommt dann schnell der Speicher voll. Außer der Mystiker, der sitzt da und schaut und ist ganz verzückt vom leeren Bildschirm. Dann ist es klar, dass es einer sinnvollen Nutzung und alle die Tools, die Menschen verwenden, können dann dem Leben dienlich verwendet werden. Und du musst nicht das Messer für die Beamtenbestechung oder für den Nächsten da im Kampf verwenden. Du kannst auch ein Stück Brot runterschneiden. Du kannst alles dem Leben dienlich dann verwenden. Und
die richtige Verwendung von Atomwaffen ist die Einstampfung der Atomwaffen. Es kann sein, dass das die Verwendung ist, die sie dann in der Leerheit des Nichtgeistes eröffnet. Sein, dass dann irgendwelche Würdenträger irgendwie auf irgendwelche Missionen, ne, das amerikanische Präsident vielleicht sagt, I'll tell you, this is the first time, not America first. Da würde ich sagen, hey, wow, vielleicht so in der Richtung. Das wird schwierig, wahrscheinlich nicht, das nicht mehr. Aber das wäre dann so Schritte werden, dass die durchaus gewagt werden könnten. Aber Sohle ist einfach ein kindliches Spiel, es ist ohne Relevanz, es ist immer das Hier und Jetzt und alles, das kann da kursieren, aber das ändert nichts an dem Faktum von ich bin jetzt im ersten Moment. Der Spirit am Anfang und Ende aller Wege. Jetzt hier unter dem Bodhi-Baum als der Baum des Lebens selbst, sag ich mal. Thank you.
Ja, still in allen Zuständen. Still ist Nirvana, still ist normal, still ist. Bevor irgendein Bundle of Souls aufgeklaut wird, still ist es selbst, still ist. Leinwand, ja. Tabula rasa. Onajla. Shiva. Ohne Theorie.